Hallo, ihr lieben Sportbegeisterten. Mein Name ist Christian Drastil. Ich habe 2017 die Rechte der 2015 eingestellten Sportwoche mit knapp 900 Printausgaben übernommen und ich bin folgender Meinung. Herzlich willkommen wieder zum Sportwoche Business Athlete Podcast. Mein heutiger Gast ist Viola Kleiser. Sie ist x-fache österreichische Meisterin in den Sprintdisziplinen der Leichtathletik und jetzige Nationaltrainerin, aber auch Olympiastarterin im Zweierbob und jetzt bei mir im Studio. Liebe Viola, freue mich, dass du da bist. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich finde es schon witzig, weil dieses Schnittmengending aus Leichtathletik, ich liebe Leichtathletik und Bobfahren, ich liebe Bobfahren, zum Zuschauen wohlgemerkt, ist ja gar nicht so selten, aber da kommen wir dann noch dazu. Karriere, Werdegang als Sportlerin, du hast an der Uni Wien studiert, aber mit der Leichtathletik ist sicher schon früher losgegangen, glaube ich, bei dir, oder? Genau, mit der Leichtathletik habe ich ungefähr mit 14, 15 Jahren begonnen und zwar im Zuge eines Schulwettkampfes, den Lauf-Olympiaden waren das damals. Im Zug, nein, nicht im Zug. Im Zuge. Ja, okay. Ja. Habe ich eben diese Lauf-Olympiade quasi im Sprint gewonnen und wurde dann vom Verein damals in Krems oder vor allem auch von meiner Turnlehrerin aktiv darauf angesprochen, ob ich es nicht einmal probieren möchte in der Leichtathletik. Und da warst du 13, 14, glaube ich, aus dem Vorgespräch noch zu wissen. Mhm. Wie schnell geht das dann, wenn man dann auffällt, dass man da eigentlich Seriensiegerin ist? 13, 14 ist ja jetzt mit Verlaub nicht mehr so jung, um da die Athletin dann auch noch professionell zu entwickeln. Ich tippe drauf, dass das dann sehr schnell gegangen ist, oder? Es ging tatsächlich sehr schnell. Es war so, dass ich davor eher im Pferdesport war, also wirklich im Reitsport und im Voltigiersport. Und da waren die Schritte, sage ich mal, überhaupt zu einer österreichischen Meisterschaft zu kommen, sehr, sehr große. Dann habe ich in die Leichtathletik hineingeschnuppert und habe prompt im selben Sommer, in dem ich hineingeschnuppert habe, bin ich bei den U16-Meisterschaften ins 100-Meter-Finale gelaufen. Ich kann mich noch erinnern, der Lauf, der war damals sogar noch im Ernst-Happel-Stadion, das kann man sich gar nicht vorstellen, dass dort mal Leichtathleten waren. Mein Vater hat mich begleitet, ich war absolut begeistert, ich habe geglaubt, ich werde nie wieder in einem Finale bei österreichischen Meisterschaften stehen. Also es ist sehr schnell gegangen und es hat mir einfach auch sehr schnell gezeigt, dass ich ja einfach schnell laufen kann und bin dann gleich dabei geblieben und habe den Weg dann weiterverfolgt. Weil du das Stadion in Wien anmoderiert, das ist ja das, was den Fußballfans nicht taugt, dass so weit schauen müssen bis zum Fußballplatz, weil eben diese riesen Laufbahn rundherum ist. Es ist nicht mehr ganz State of the Art für einen reinen Fußballplatz, aber wie gesagt, ich liebe Leichtathletik und in meiner Jugend gab es das Letzigrund-Meeting in Zürich als das jährliche Highlight, wo man immer auf die Weltrekorde gegangen ist. Bleiben wir wieder bei dir. Du bist Sprinterin über fast alle Distanzen, 60 in der Halle, 100, 200, auch 400? Ab und zu bin ich tatsächlich die 400 Meter gelaufen. Angefangen hat das in den USA, da habe ich 2 Jahre in einem College studiert mit Sportstipendium. Dort ist das Wettkampfsystem ein bisschen ein anderes und zwar ist jedes Wochenende der Wettkampf wirklich mit einer Teamwertung abzuschließen und in der Teamwertung werden natürlich immer die Staffeln gelaufen und sie ziehen die schnellen Sprinter immer in die 4x4 Staffeln. Mhm. Da habe ich angefangen, meine ersten 400er zu laufen. Besser ist nicht geworden, sterben dann hat sie immer. Ne? Genau, sterben mit Ansage. Und jedes wo haben Mal. Sie sich da hingestellt? Auf welche Position? Boah, ich glaube tatsächlich immer irgendwo in die Mitte, wo ich nicht so viel kaputt machen kann. Weil ganz hinten raus schaut es dann tragödienhaft aus, als 100-Meter-Läuferin, oder? Manchmal. Also ich bin die Staffel eher immer angelaufen, bin auch bei der Team-EM 4x4 mal angelaufen oder in der Mitte, aber hinten raus bin ich nicht gelaufen. Ja. Interessiert mich noch immer dann, bist du aus deiner Sicht nur für deine Skills, die ja eher, glaube ich, auf den 100, 200 liegen, als auf den, bist du da klug gelaufen oder hat es dich dann aufgestellt in der 400, dass du gestorben bist hinten raus, unter Anführungszeichen? Ich würde sagen, es war alles dabei. Es muss so sein, es kommt auch immer auf die Competition an irgendwie. Ne? Genau. In der Staffel kommt es natürlich darauf an, ab Position 2 laufen wir ja alle nach innen, das heißt, man läuft nicht immer für sich, sondern man läuft auch gegeneinander. Da sind die Rennverläufe dann anders, als wenn ich wirklich in einer Einzeldisziplin einen 400-Meter-Lauf laufe und da war wirklich alles dabei mit absolut Sterben hinten raus oder einer relativ guten Renneinteilung, dass man das Holz einmal als Erste übergeben kann. Weil man könnte ja eigentlich schneller als die anderen, weil man es ja von der Endspeed-Geschichte drauf hat. Ne? Also ich kann mir das schwierig vorstellen, aber auch spannend, bis geht nicht mehr. Deine Zeiten über 160 in der Halle, 100, 200, die 110 Hürden müssen wir auch dazu nehmen, auf jeden Fall, glaube ich, als eine Stärke von dir, oder?
Die 100 Meter Hürden bin ich nur ein 100 paar, Meter bei den genau, Frauen. Bei den Frauen sind es 100 Meter, bin ich ganz vereinzelt gelaufen im Nachwuchs. Also in der U20-Klasse habe ich auch noch einen Mehrkampf gemacht. Wenn ich mich richtig erinnern kann, war ich sogar mal U20 österreichische Meisterin im Mehrkampf. Im Zuge dessen habe ich die Hürden laufen müssen, bin aber ganz schnell eigentlich nur im Flachsprint geblieben. Ich habe einmal einen Jedermann-Zehnkampf mitgemacht, der ist dann am Stabhochsprung gescheitert. Ansonsten war es gar nicht so schlecht irgendwie. Aber das war eine große Sache damals in den 80er, 90ern vom alten Jahrtausend. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, und im Zehnkampf, also mit Stabhochsprung, Diskuswurf, genau. Also der ist nicht ohne, ja. Der ist nicht ohne. Was würdest du sagen, jetzt als Sprinterin, welche Zeit, egal jetzt über welche Strecke, ist jene, auf die du als Viola am stolzesten bist? Gibt's da was? Sie lächelt. Sieht man nicht im Podcast, aber sie ja. Das ist eine gute Frage. Mir würden da tatsächlich zwei einfallen. Also erst einmal die 100-Meter-Zeit von 11:51, relativ früh in einem meiner ersten Saisonrennen, war einfach damals irgendwie ein großer Befreiungsschlag für mich, weil es einfach klar eine Verbesserung der persönlichen Bestleistung war. Und dann würde ich aber auch sagen, am Anfang der Hallensaison, wie es das Dussiger Stadion noch gegeben hat, bin ich in meinem ersten Rennen die 200 Meter Indoor in 23:62 gelaufen und war kurze zweite Nummer zwei in Europa mit der Zeit. Und also das war damals an dem Tag auch eine ganz besondere Zeit für mich. Ja. Machen wir 3 Schweigesekunden fürs Dussiger, bitte. Danke dafür. Es ist schade, dass in einer Stadt wie Wien, es ist fürchterlich meiner Meinung nach. Das war schon leibend irgendwie, das Dussiger. Ne? Ja, also das Dussiger Stadion war absolut doch über die Grenzen bekannt für die schnelle Indoorbahn. Das hat man ja gesehen am Kommen der internationalen Athleten. Aber es soll ja Ersatz geben. Hoffentlich. Schauen wir mal. Ja, in Linz gibt es was Leibendes. Ich rechne, du rechnest damit. Ja. Du bist der Teil-Insiderin, da kommen wir dann ja auch noch dazu zu den aktuellen Positionen. Was würdest du sagen, welche Saison in der Leichtathletik war als Athletin deine beste? Welches Jahr? Definitiv die Saison 2017. Da habe ich das zweite Jahr mit dem Sprint-Nationaltrainer Philipp Unfried zusammengearbeitet und habe einfach über alle Distanzen schön meine Bestleistungen drücken können. Und also man sagt ja oft, man kommt in einen Flow. Und die Saison war gefühlt auch im Nachhinein ein einziger Flow. Gut in die Saison eingestiegen, die Bestleistung gedrückt und dann ein Rennen nach dem anderen einfach befreit gelaufen und teilweise einfach auch wichtige Rennen gewinnen können. Also das war wirklich ein schöner Sommer. Und da gab es auch Gold bei der Europameisterschaft im Team in Tel Aviv. Auch da ein paar Erinnerungen dazu, bitte. Genau, also es gibt alle zwei Jahre so Team-Europameisterschaften. Da darf in jeder Disziplin ein oder eine Athletin für Österreich starten und da habe ich damals, Österreich ist da in der dritten Liga in Europa, eben den 100-Meter-Lauf gewinnen können, was jetzt im Vorfeld nicht so klar war, aber eben in der Saison, das war einfach ein einziger Flow und das war echt ein schöner Sieg, sage ich mal. Wunderbar. Du bist dann bald Trainerin geworden, aber davor spreche ich noch über etwas anderes, nämlich in der Zeitschiene etwas zurück von 2017 nach 2014. Da verbinde ich dich auch sehr stark damit. Du bist bei den Olympischen Winterspielen in Sochi im Zweierbob hinten gesessen. Ich schmunzel, weil ich es so leibend finde. Nicht um jetzt zu lächeln drüber. Wie ist denn das zustande gekommen? Es war so, dass 2013 war ich schon eine der schnellsten Sprinterinnen und habe im Zuge einer Testung bei einem sportwissenschaftlichen Institut, das auch das damalige Bob-Nationalteam betreut hat, wurde ich einfach gefragt, ob ich nicht Lust hätte, es einmal als Anschieberin auf Eis zu probieren. So ist der Kontakt zum Bobverband entstanden. Also die hinten sitzt. Ich war die hinten sitzt. Nicht genau. Die Pilotin, sondern. Nein, genau. Also deswegen, ich sage mal, die Piloten und Pilotinnen müssen sich ja die Eisbahnen in Europa und international wirklich über Jahre erarbeiten und relativ früh beginnen. Und die Anschieber, deswegen gibt es ja die Möglichkeit der Quereinsteiger aus der Leichtathletik oder aus anderen Sportarten, weil ich sag's jetzt einmal plump, wir müssen nur hinten nachlaufen, reinhupfen und am Ende des Rennens bremsen. Auch, ne? Genau. Nice Leibwand. Und kommt man da gut rein in den Bob, wenn man es noch nicht so geübt hat? Oder ich meine, als Hürdenfrau sage ich jetzt mal, sorry dafür, aber kann man das irgendwie da reinhupfen? Aber ist schon ungewohnt, oder? Also das Gute ist, das Reinhupfen an sich, das kann man gut im Trockentraining üben. Ja. Natürlich, die ersten paar Male hat man schon einen Bammel, weil man kann das ja nicht im langsamen Tempo üben. Also wenn man dann das erste Mal fährt, dann steht man auf Eis, dann läuft man sofort mit, dann muss man reinhupfen. Und das, was einem mitgegeben wird, ist, ja, nicht den Bob ohne dir fahren lassen. Also man hat auch keine zweite Chance. Aber es ist relativ gut gegangen, also ich hatte da nie Probleme. Die Pilotin selbst, wer war das bei dir? Das war damals Christina Hengster.
bekannte Sportlerin. Lass mal lieb grüßen jetzt. Und jetzt nicht auf euren Bob bezogen, aber du hast jetzt dann hinten Anschieberinnen oder auch Anschieber bei den Herren, die Spitzenleichtathleten sind und Leichtathletinnen und das können auch. Gibt es da manchmal Piloten oder Pilotinnen, die zu langsam sind und die da gar nicht mitkommen? Hast du sowas schon mal gehört oder ist das dann doch mit dem Bob eine andere Situation? Es ist am Schlitten definitiv eine andere Situation. Die Piloten, die laufen ja auch am Bügel, anders als... Und hupfen früher rein. Und hupfen früher rein, genau. Aber ich glaube, ich könnte nicht reinhupfen. Es ist eigentlich, die Piloten und Pilotinnen sind auf ihre Art und Weise auch sehr athletisch. Natürlich anders als in der Leichtathletik, aber das ist eigentlich nicht der Fall. Ja. Und die erste Kurve ist am spannendsten, oder? Ist das so? Oder ich muss tatsächlich sagen, ob man sich noch verstauen kann, irgendwie den Bügel zu oder. Ja, der Einstieg ist natürlich Bügel zu oder Bügel reinklappen, das sollte immer funktionieren. Also da darf nichts sein, aber ich als Anschieberin oder im Schlitten habe ich immer ganz spannend gefunden, einfach dann am Ende der Bahn, wenn der Schlitten einfach die Höchstgeschwindigkeit hat. Und wenn es dann meistens einfach entweder in einen Kreisel geht, so wie in Igels, oder in Druckkurven mit hohen Fliehkräften, also da geht's dann richtig zur Sache. Da hat man eher das Gefühl beim Start, er rollt einmal an und dann wird's. Ja, was ich auch nicht wusste oder weiß einfach, habt ihr für den Frauensport Bob eigene Bobs oder macht ihr da mit dem Männerschlitten eure Wettkämpfe? Meines Wissens sind das die gleichen Schlitten, die Männer und die Damen fahren und demnach, sage ich einmal, auch vom Gewicht her natürlich für die Damen, gering schwerer, den Schlitten in Bewegung zu bringen. Aber für alle gleich und für eine große Sportlerin, genau. Die mir jetzt vis-à-vis sitzt, nicht so der Nachteil, einfach genau. Weil ja Männer auch reinpassen müssen. Ne? Genau, also von dem her habe ich immer gut Platz gehabt. Genau, weil die Körpergröße ist natürlich immer ein Thema. Im Sprint ist es eher ein Vorteil gewesen oder nicht, dass du groß bist? Ich würde sagen, natürlich in gewisser Maße ein Vorteil, weil ich eine gewisse Schrittlänge produzieren kann. Gegenwind ist aber schon auch Thema, oder? Über die Angriffsfläche am Körper. Jein, war für mich auch nicht so ein Thema, weil dadurch, dass ich eher auch zu den kräftigen Sprinterinnen gehört habe und einfach sehr gute Zubringerleistungen in der Maximalkraft habe, war Gegenwind jetzt für mich auch nicht so ein Thema, wie wenn man jetzt vielleicht eher eine ganz leichte Sprinterin ist. Und hast du irgendeinen Hoppala im Bobsport gehabt? Irgendetwas, was nicht passieren hätte sollen oder so. Hat es euch mal irgendwie umgehauen? Sicher, oder? Im Training schon. So seitlich, wie man es immer sieht. Tatsächlich überhaupt nicht. Echt also nicht? Da wirklich liebe Grüße an die Christine. Ja. Ich bin ihr sehr, sehr dankbar. Ja, ich habe zu ihr in den Schlitten steigen dürfen. Da war sie eine absolut versierte Pilotin schon über Jahre und so erfahren. Ich hatte mit ihr in dem ganzen Jahr, in dem wir gemeinsam gefahren sind, keinen einzigen Sturz und kein einziges Hoppala, ja. Und du warst ja schon nationale, internationale Klasse, sage ich jetzt mal, in der Leichtathletik. Das war für ein ÖLV okay, dass du dieses Bob-Ding gemacht hast, oder? Da ist Österreich im Vordergrund gestanden. Genau, das war natürlich abgesprochen. Vor allem ich habe dann einfach eine Wintersaison ausgelassen, bin aber im Sommer schon wieder in die Leichtathletik gewechselt und wurde ja dann im Sommer 2014 auch 100 Meter Staatsmeisterin. Also das hat sich eigentlich für mich gut ergeben. Hat man dich da für Olympia quasi jetzt rekrutiert und auf den Punkt in den Bob getan oder war das ein längerfristiger Plan? Ich würde sagen, eher auf den Punkt gebracht. Eher auf den Punkt gebracht. Aber sie lächelt die ganze Zeit. Ich glaube, die hat unpackbar Spaß gemacht, die Zeit, oder? Es hat viel Spaß gemacht und es waren ganz wichtige andere Erfahrungen, auch einmal in einen anderen Leistungssport hineinzuschnuppern. Man ist ja trotzdem in der Leichtathletik, es ist eine Sommersportart. Und du bist Einzelsportlerin, obwohl du Team-Europameisterin genau, bist. Genau, man ist eine Einzelkämpferin. Und im Wintersport bin ich einfach mit ganz anderen Sachen konfrontiert worden, teilweise mit der Mechanik der Schlitten, wir sind sehr viel gereist, also das war einfach wirklich ein spannendes Jahr. Ja. Vom Sprecher der Eiskanäle abwärts, Cool Runnings, muss man gesehen haben. Natürlich. Hast du auch geschaut, oder? Natürlich. Jamaika 1. Und ihr wart dann Österreich 1, nehme ich an, oder? Genau. Ja. Gut, ich wollte dieses Intermezzo natürlich, das ich extrem leimend finde, über die Zeitschiene noch einbauen. Und wir haben davor, vor 10 Minuten circa, über dein bestes Jahr 2017 in der Leichtathletik gesprochen. Und dann kam, glaube ich, eine Verletzung, die dazu geführt hat, dass du relativ jung aufgehört hast, den Spitzensport in Richtung Training zu verlassen, oder? Trainerin. Genau, also 2017 war, würde ich sagen, meine beste Saison und dann hatte ich 2018 eine schwere Fußverletzung, war damals 28, habe einfach auch sehr spät gepiekt
und habe aufgrund der Fußverletzung, die einfach… Gepiekt als bestes Jahr, oder? Gepiekt als bestes Jahr, genau. Okay, ja. Die Verletzung hätte wieder eine lange Laufpause mit sich gezogen etc., habe dann die Karriere beendet, war dann auch Beendigung des Studiums, habe langsam begonnen, im Nachwuchssport als Trainerin Fuß zu fassen und da ist einfach viel zusammengekommen und dann ist der Richtungswechsel passiert. Und dazwischen warst du irgendwann bei der OMV, habe ich auf LinkedIn gelesen, aber darüber reden wir jetzt nicht, aber ist natürlich eine Schnittmenge zu meinem Podcast auch. Ja, Trainerin, du wurdest in Krems entdeckt, hast mir erzählt, und warst auch zunächst einmal Trainerin im Landesverband Niederösterreich. Nehme ich an, rund um deine Stärken, rund um den Sprint, oder? Genau, also ich habe begonnen im Sportleistungszentrum St. Pölten, das ist eben ein Nachwuchskompetenzzentrum. Da habe ich die Sparte Leichtathletik ein bisschen mit aufgebaut, bin dort Ausbildungsleiterin geworden und habe 2017 die ersten drei jungen Schülerinnen und Schüler im Sportleistungszentrum übernommen als Trainerin. Also Schülerinnen und Schüler ist eh schon die Antwort. Du bist nicht reine Frauentrainerin oder Männertrainerin, sondern du übernimmst die Besten des Landes, oder? Genau. Des Bundeslandes damals. Genau, damals ja. Des Bundeslandes. Ich habe einfach von Anfang an und eigentlich bis heute eine gemischte Gruppe. Ich muss auch sagen, ich lege sehr viel Wert auf eine gemischte Gruppe. Also da kann man schon gegenseitig was mitnehmen, Staat oder so. Ne? Nehme ich an, ist durchaus ein Thema, dass man so groß wird die Dichte in Österreich dann auch wieder nicht sein, so dass man die Besten zusammen hat, egal ob weiblicher oder männlicher Athlet, ist glaube ich schon gut, oder? Ja, es ist vielleicht weniger trainingsinhaltlich, dass sich wirklich die Männer und die Frauen gemeinsam helfen können, aber tatsächlich einfach von der Trainingsphilosophie, von der Einstellung. Es ist immer gut, auch in einer Disziplin die Besten beieinander zu haben, Frauen und Männer. Mhm. Das macht es einfach wirklich zu einer angenehmen Trainingssituation. Und man kennt sich auch schon, wenn man sich dann international auf Wettbewerbe begibt. Natürlich, ja. Das ist auch fürs Team dann nicht so schlecht. Und du dürftest das nicht so blöd gemacht haben, weil 2020 bist du dann Nationaltrainerin geworden. Nebenbei noch Niederösterreich oder national die Besten übernommen? Ich würde sagen, beides parallel. Ja. Das eine hat auf das andere aufgebaut, ja. War das irgendeine Pandemie-Geschichte auch 2020? Beziehungsweise was hat die Pandemie damals als junge Nationaltrainerin mit dir gemacht? Und Leichtathletik ging ja irgendwie, glaube ich, oder? Wir haben relativ gut, muss ich sagen, in der Pandemie das Training aufrechterhalten können, weil einfach vom Leichtathletik-Sport her, wir können viel außerhalb der Sportarten realisieren, sei es im Ausdauerbereich, sei es im Sprintbereich etc. War natürlich eine schwierige Zeit, also wir waren alle wirklich froh, wie es wieder vorbei war, muss ich ehrlich sagen. Ja, wer nicht, ja. Ja. Ja, ich kenne schon ein paar. Ich war im Beruf, war ich froh, dass die Pandemie da war, da habe ich keine Verpflichtungen gehabt und nur meine digitale Arbeit machen dürfen. Und viel laufen auch, ja, aber nicht auf deine Strecken, sondern viel länger. Ja. So Mittelstrecke habe ich gern gemacht. Gut, Viola, dann habe ich noch eine Frage. Der Abruf eurer sportlichen Topleistungen im Sprint ist über einen ganz kurzen Zeitraum, 11 Sekunden, 22 Sekunden. Wie knapp gehe ich da im Training an mein Maximum ran oder spare ich mir auch in der kurzen Distanz im Sprint die Körner für einen Wettbewerb? Das macht man eigentlich nie, weil tatsächlich das Training der maximalen Geschwindigkeit, also im klassischen Schnelligkeitstraining, versucht man vor allem zur Wettkampfphase hin immer maximal, vielleicht sogar mehr. Wir versuchen sogar supramaximal, also mit Übergeschwindigkeit zu laufen. Und da kommen dann auch Zeiten raus, die man gerne mal sehen würde dann ab einem Wettkampf, oder? Natürlich, also vor allem geschwindigkeitsmäßig, da kommen dann Geräte zum Einsatz. Das heißt Dynaspeed oder 1080, das sind, das kann man sich vorstellen als kleine Maschinen oder Geräte, die stellt man auf die Laufbahn, die haben einen Seilzug, von dem Seilzug wird man gezogen, da kann ich als Trainerin genau die Geschwindigkeit bestimmen, mit wie viel Kilo ein Athlet oder eine Athletin gezogen wird und dann können sie wirklich im Training Geschwindigkeiten realisieren, die sie eigentlich frei nicht laufen können, um das zentralnervöse System einfach auch an die schnellen Reize, sage ich mal, anzupassen. Mit der Hoffnung natürlich, dass sie es irgendwann im Wettkampf umsetzen können. Klingt super. Und hat es zu deiner Zeit noch nicht ganz so gegeben, nehme ich an, oder? Zu aktiven. Das ist nach und nach gekommen. Ich glaube, du musst dich auch irgendwie als Mitneuerfinderin des Sports sehen, weil die Trainingsmöglichkeiten und die Geräte und die Unterstützung medizinischer oder ausrüstungstechnischer Natur werden ja immer stärker, oder? Definitiv. Also grundsätzlich ist die Sportwissenschaft ja eine sehr junge Wissenschaft. Das heißt, man muss sowieso auch trainingsinhaltlich immer am Ball bleiben. Es tut sich einfach wirklich in der Technologie sehr viel, sei es bei Geräten, die Trainings unterstützen. Es tut sich immens viel im Regenerationsbereich. Also da gibt es Möglichkeiten, von denen hätte ich nur träumen können, seien es Magnetfeldgeräte etc.
die die Athleten einfach wirklich vor dem Training, nach dem Training nutzen, begleitend. Es wird, habe ich das Gefühl, immer mehr im Team gearbeitet, weil es einfach immer mehr in Spezialbereiche reingeht. Der Trainer oder die Trainerin behält natürlich die Zügel in der Hand, aber es ist immer wichtiger, sich auch Experten, Expertinnen dazu zu holen. Die Trainingsauswertungen werden immer genauer. Vom Schuhwerk braucht man gar nicht reden, von Carbon-Spikes etc. Also es tut sich da, habe ich das Gefühl, wirklich viel, ja. Und das, was sich da tut und dieses Springschnellsein, ist das etwas, was auch in andere Sportarten ja ausstrahlt. Ich denke jetzt zum Beispiel an Fußball, Handball, dort, wo man den Antritt einfach braucht. Du nickst jetzt, aber arbeitet ihr dann mit anderen Verbänden auch zusammen, um dieses geballte Know-how, was ihr auf dieser Sprintqualität habt, zum Beispiel auch, ich denke an die Fußballerinnen von St. Pölten, die sind ja auch nicht so schlecht. Ja, also nicht ohne Grund ist einfach die Leichtathletik ja, hat den Ruf einer Grundsportart, weil eben so wie du richtig gesagt hast, die Sprintfähigkeiten werden einfach in vielen anderen Sportarten gebraucht und natürlich kommt es da hier und ab wieder zu Kooperationen mit der ÖFB Frauenakademie, hatten wir schon einmal eine Kooperation oder in manchen Trainerausbildungen gibt es dann Kooperationen, wo wir einfach Einblicke zeigen, wie unser Schnelligkeitstraining funktioniert und was man da vielleicht in andere Sportarten ummünzen kann. Jetzt haben wir über den Fußball gesprochen und die Irene Fuhrmann und du, ihr macht ja noch irgendwas Leibendes gemeinsam. Bitte auch da eigene Worte. Genau, wir sind seit ein paar Jahren gemeinsam in der Jury für ein Projekt, das nennt sich Gender Trainee Programm. Und zwar wurde das ins Leben gerufen vom Sportministerium. Und das Ziel ist es, jedes Jahr in den Nachwuchskompetenzzentren und in Organisationen wie dem Föhn und Kader etc. einfach junge Frauen, junge Trainerinnen oder junge Frauen in der Schiene Sportmanagement anzustellen und einfach die Frauen im Sport zu fördern. Jetzt komme ich zum Schluss noch auf die Europameisterschaft, die unlängst stattgefunden hat und bei der Österreich erfolgreich war. Und ich möchte dir zwei Sportlerinnen hinknallen jetzt von den Namen her und fragen, was du da für eine Rolle im Stab spielst. Ich beginne mal bei der Susanne Walli. Also der Finaleinzug von Susanne Walli hat mich sehr gefreut, weil ich schätze sie und ihren Trainer Wolfgang Adler sehr. Es ist auch immer wieder so, dass wir ab und zu gemeinsam Trainingslager bestreiten, die beiden da sehr offen sind, was die Zusammenarbeit zum Beispiel mit meiner Athletin Lena Pressler betrifft. Die leider verletzt war. Die leider verletzt nicht in Rom dabei war. Aber insofern hat mich natürlich der Finaleinzug von der Susi wieder ein Finale, muss man sagen. Hallen-WM ja auch schon im Finale, einfach eine Wahnsinnsleistung und Hut ab, was sie in dem Jahr zustande gebracht hat. Und detto natürlich die Viktoria Hudson mit dem Europameistertitel. Gibt es da Bezugspunkte? Also das war ein derart spannender Leichtathletikabend, muss ich ehrlich sagen. Viktoria Hudson wird ja jetzt von Gregor Högler betreut. Die haben in den zwei Jahren wirklich Großartiges geleistet. Davor Elisabeth Eberl auch schon, da war sie ja im EM-Finale. Aber der Europameistertitel ist natürlich ein Wahnsinn. Für die Viktoria freue ich mich persönlich ganz besonders, weil mit der durfte ich auch noch als Athletin, damals waren wir beide Athletinnen, bei einer Universiade gemeinsam teilnehmen. Also da habe ich einfach so gemeinsame Erinnerungen mit ihr. Und glaube ich, ist ein guter Tipp für Paris, wenn ich das hier vielleicht so sagen darf. Ich hoffe, du hast recht. Ja, natürlich darfst du das sagen und die Daumen sind natürlich gedrückt. Speerwerfen, wäre das was für dich auch? Habe ich tatsächlich wirklich immer sehr gerne gemacht. Habe jetzt bei meinen Nachwuchsathletinnen auch die eine oder andere Mehrkämpferin und ich genieße auch die Betreuung des Speerwurfs sehr bei den Jungen. Wunderbar, dann komme ich jetzt wirklich zu meiner Abschlussfrage. Trainerin, was taugt dir an dem Job? Sicher die Vielfalt und die Abwechslung. Also es ist nicht so, dass ich einfach 8 Stunden im Büro sitze, sondern ich bin am Sportplatz, ich habe organisatorische Arbeiten im Büro, ich reise viel, ich darf, muss man sagen, einfach junge Menschen wirklich begleiten, ihren Traum zu erfüllen. Und das ist eine schöne Aufgabe. Und juckt es manchmal die Startvorbereitung vielleicht noch extremer zu machen und selbst wieder on track zu sein? Gar nicht. Gar nicht. Also ich genieße es wirklich, an der Seitenlinie zu stehen. Vor allem Tennistrainer kenne ich ein paar, die sagen, gib her den Schläger, ich spiele statt dir oder so. Ja. Also haben wir schon. Okay, wunderbar. Ich spiele meinen komischen Abspann und ich glaube, man hat es eh auch gehört. Ich musste immer wieder schmunzeln, weil ich mich so wohl gefühlt habe in dem Gespräch. Auch danke, dass du da warst. An euch draußen da, ich glaube, Inspiration pur und danke fürs Zuhören und ein Tschüss einmal von meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung. Ciao. Ciao, ciao. Woche, Business Athlete Podcast.